Herzlich willkommen hier bei der LearnTech 2015. Bei mir ist Sünde Eichler vom Kongresskomitee. Spannendes Projekt, diese LearnTech, spannendes Projekt auch der Kongress. Was gibt es so Neues? Neues gibt es alles rund um das Thema kreativeres Lernen. Also wir haben sehr viel im Bereich Game-Based Learning, sehr viel im Bereich Mobile Learning. Wir wissen, dass E-Learning immer bunter wird und auch wieder Spaß machen darf. Und das sehen wir auch im Kongress, das bildet sich auch in den Vorträgen ab, dass wir mehr auf Kreativität gehen. Die Highlights des Kongresses für Sie persönlich, wo Sie sagen, das sind so meine Themen, die brennen mir auch persönlich unter den Nägeln? Ganz besonders hat mir gestern der Vortrag von Professor Duke gefallen, der uns noch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, auch junge Menschen eben kreativer zu machen und ihnen die Chance geben, kreativer zu sein, dass wir auch beim Lernen darauf achten müssen, den Open Mind sozusagen zu sein. Dann freue ich mich jetzt gleich auf den Vortrag von Jane Hart, eine internationale E-Learning-Expertin aus Großbritannien, die uns die Trends darbringen wird, wie das Arbeiten am Arbeitsplatz, das Lernen am Arbeitsplatz zukünftig aussehen wird. Und dann haben wir sehr viele tolle Sektionen. Ich sprach eben schon mal an das Thema Games, das uns ja langfristig sehr beschäftigen wird. Wir haben aber auch das Thema Knackpunkte in E-Learning-Projekten. Also wo muss man darauf achten, wenn man E-Learning einführt? Wir haben aber auch das Thema adaptive Lernsysteme, also alles Themen, die in die Zukunft weisen und das Programm, glaube ich, ganz spannend und abrunden. Die Koppelung von Kongress und Messe ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil zum Wachsen von beidem. Wie sind Sie zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, dass wir da eine ganz gute Mischung gefunden haben. Wir haben ja mal die sogenannten Public Keynotes, das heißt Themen, die uns besonders wichtig im Kongress sind. Die holen wir auch auf die Messe und da gibt es einen sehr engen Austausch. Im Übrigen haben wir auch einen sehr engen Austausch mit unseren Ausstellern, auch mit dem Publikum, das auf der LearnTech ist, sodass wir auch, glaube ich, recht gut abschätzen können, was interessiert gerade und was braucht man heute an Wissen und was sind vielleicht aber auch zukünftige Trends, die wir in der LearnTech auch abbilden wollen. Nun sehen wir ja auch gestern zum Beispiel die Preisverleihung. Das heißt, es werden junge, innovative Menschen gefördert mit innovativen Projekten. Wie wichtig ist das für die Zukunft? Sehr wichtig. Wir müssen ja auf jeden Fall junge, kreative Ideen fördern, junge Leute fördern, die auch merken, dass die E-Learning-Branche eine sehr attraktive Branche ist. Wir haben ja seit Jahren ein großes Wachstum und es zeichnet sich auch wieder in den Preisen. Gestern beim Delina, der Preis des Bitkom, da waren über 50 Einreichungen und wirklich sehr, sehr hohes Niveau, was wir dort zu verzeichnen hatten. Uns ist uns sehr schwer gefallen, den besten Preisträger dort auch auszuwählen. Und auch der neue Preis Opera, auch der war sehr spannend. Da geht es um Open Education Resources, auch ein sehr neues, innovatives Thema. Und da hatten wir auch sehr viele schöne, interessante Einreichungen, was uns hoffen lässt, dass die Zukunft weiter sehr spannend bleibt. Wunderbar, dann herzlichen Dank von unserer Seite und weiterhin viel Spaß beim Kongress und bei der Messe. Dankeschön, Frau Eichler. Danke.